beginnt damit, dass dem bekannten Tierhändler Schläume Vogelbein eine wertvolle tibetanische Bergziege entlaufen ist, die auf den schönen Namen Preziosa, die Kostbare, hört. Du hättest besser auf sie aufpassen müssen, du Lümmel. Vom langen Herumirren hat Preziosa einen tüchtigen Hunger und bekommt deshalb vom lieben Stan auch gleich einen schönen Pfefferkuchen. Die mag sowas. Ach, lass doch die dämliche Ziege stehen. Komm, wir gehen weiter. Nun sei schön brav, das reicht. Hör auf damit, wir werden sonst das Vieh nicht mehr los. Auf Wiedersehen, die Dame. Bist du zu retten? Wenn du so vertraulich mit ihr tust und sie weiter verwöhnst, haben wir sie auf dem Hals. Komm jetzt! Und du verschwinde! Psst, hau ab! Komm los! Hör zu, wir überlisten sie jetzt. Wir lassen uns nichts anmerken und gehen plötzlich immer schneller. Ich habe Hunger. Ah, Sandy macht uns noch vollkommen fertig. Hör auf damit, das hat doch gar keinen Zweck. Ah, die Tapete ist schon ruiniert. Siehst du? Nur anbinden. Dann ist Ruhe. Und das? Das musst du wieder annageln. Stans Klopferei ist für den Hauswirt eine willkommene Unterbrechung der Nachtruhe. Leise! Sand. Oh, oh! Unterdessen hat Preziosa ein wahres Delikatessenlager gefunden. Och, der Wirt! Schnell die Ziege weg! Komm, hilf mir! Wir stellen sie unter das Bett. Runter! Du doch nicht, Idiot! Die Ziege! Marsch ins Bett! Ich mache aber erst noch meine Sportübung. Au! Soll ich dir Beine machen? Wenn nicht sofort Ruhe ist, fliegt ihr beide raus. Merkt er von der Ziege ganz bestimmt nichts. Ach, sei still, das Viech ist ganz gut untergebracht. Plötzlich macht sich unseren Freunden ein scharfer, durchdringender Geruch
in ansprechender Weise bemerkbar. Die stinkt wie die Pest. Hol Wasser! Zeigen, wie man das Wasser reinbringt. Hier, nimm die Wanne und zieh ab. Ich besorge das Wasser. Hinstellen und ich bringe das Wasser. Psst! Ich hole jetzt Neues. Jetzt hole Neues. Die Wanne muss ganz voll sein. Natürlich ist der Wirt von diesen neuerlichen Darbietungen aufs Höchste entzückt. Ist was? Sieh dir das an. Der ganze Boden schwimmt. Hol Neues. Du Mistvieh. Jetzt wirst du geschrubbt. Mittlerweile fühlt sich auch der Herr Nachbar ein wenig in der Nachtruhe gestört. Psst! Nur ruhig, ich mach das schon. Verzeihen Sie bitte. Ach, eine Kopfwäsche. Dann will ich nicht stören. Einfach meinen Kopf da rein zu tauchen. Die ganze Seife ist mir in die Augen gekommen. Und dann dieses kalkhaltige Wasser. Für meinen Kopf ist das sehr schädlich. Hii. Und außerdem stinke ich jetzt nach Ziege. Zu diesem Zeitpunkt hat der Hauswirt die Funkstreife zu einer Ortsbesichtigung eingeladen. Was geht denn hier vor? So, vielleicht habt ihr das Köpfchen sauber. Olli, der Herr Wirt ist da. Kleines Versehen.
Ich habe Sie gar nicht gemeint, Herr Wirt, aber gießen Sie nur. Das ist eine Gemeinheit. Mal was sagen. Diese Sache wird Sie natürlich teuer zu stehen kommen. Ach. Sie halten die gestohlene Ziege Preziosa hier versteckt. Keine Ausflüchte. Jawohl, so einer ist das. Im Namen des Gesetzes, Sie sind verhaftet. Kommen Sie mit. Machen Sie keine fiese Matenten. Schinke, winke. Aua! Diese Nacht war im Vergleich zur vorhergehenden wahrhaftig eine Nacht des Grauens. Sieh mal da.